Es ging hier hin und her. Gut, das Wetter hat sein Übriges getan. Das war ein klassisches Drittligaspiel. Es ging rauf und runter, Chancen auf beiden Seiten, intensive Zweikämpfe. Trotzdem muss man auch sagen, der Schiri, dass trotz hitzigen Duellen und so weiter gut geleitet ist, muss man echt mal sagen. Und ja, 2-2 am Ende. Hatten sogar die große Chance zum 3-2, machen sie nicht. Das ist auch kein Problem. Wir nehmen den Punkt gerne mit, Punkt für Punkt. Eigentlich sind das beste Fußballbedingungen. Platz ist nass, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Also ich mag das. Im Endeffekt ist leider nur ein Punkt geworden, obwohl wir zweimal zurückgekommen sind. Hatten am Ende noch viele Chancen. Ja, im Endeffekt überwiegt ein bisschen die Enttäuschung, auch wenn man natürlich mit einem Punkt gegen 60, die gerade einen relativ guten Lauf haben, zufrieden sein kann. Aber ja, klar ist auch, dass wir am Ende eigentlich noch ein Ding machen müssen und ungerne die zwei Punkte hier zu Hause liegen lassen. Ich habe mich wohl gefühlt, sehr wohl gefühlt mit den Jungs. Ich muss mir halt noch was erklären, so wie ich zu laufen habe und so. Aber es kommt mit der Zeit noch rein. Von Spiel zu Spiel wird das dann immer besser. Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Wir liegen 1-0 zurück. Wir verlieren einen Zweikampf an der Außenbahn. Das, was halt uns nicht passieren darf. Und dann ist es schwierig, halt Müllers unter Kontrolle zu bekommen, wenn die Flanken reinkommen. Also die ersten 20 Minuten immer einen Schritt zu spät. Ja, müssen wir gucken, an was das liegt, aber trotzdem, wir sind dann wieder ins Spiel gekommen, das ist auch die Moral der Mannschaft, ja, wir liegen 1-0 hinten und suchen dann trotzdem den Weg nach vorne und wollen schnellstmöglich ausgleichen. Ich denke, das spricht für die Mannschaft, auch nach dem 2-1 und da müssen wir halt auch ansetzen. Das ist natürlich ein guter Start, zweimal ungeschlagen, hätten gern 6 Punkte gewonnen und ich mag das nicht zu sagen, nicht eingeplant, weil im Endeffekt geht man in jedem Spiel rein, um es zu gewinnen. Klar, Magdeburg ist ein Brett, aber auch da kann man gewinnen, wie wir gezeigt haben. Und deswegen, also jeder Gegner ist machbar, egal ob Tabellenplatz 1 oder Tabellenplatz 20. Und von daher, super Start, ist aber noch nicht viel gewonnen. Ja gut, wir müssen das jetzt alles realistisch betrachten. Ich denke, das 2-2 heute geht in Ordnung. Die Münchner Löwen waren in der ersten Halbzeit ein bisschen mehr im Spiel. Wir dann hinten raus in der zweiten Halbzeit. Oder ich finde halt generell die zweite Halbzeit von uns war gut, außer das Gegentor. Deswegen geht das Unentschieden in Ordnung. Den Punkt nehmen wir mit. Man hat gesehen, die Führungsspieler haben gesagt, komm, hier, Brust raus, los. Wir haben, da ist noch was drin. Und das haben sie halt auch gezeigt, dass sie halt an sich glauben. Wir müssen uns halt in gewissen Dingen noch verbessern. Ja, gerade auch bei den Gegentoren. Das ist momentan noch zu einfach, gegen uns Tore zu schießen. Aber das ist ja nicht schlimm. Das kann man alles im Training bearbeiten. Und von daher bin ich halt wirklich positiver Dinge. Can hat natürlich etwas länger mit der Mannschaft halt arbeiten können und deswegen ist es etwas einfacher, halt unsere Spielstil, unsere Taktik halt anzunehmen. Bei Johannes mache ich keine Vorwürfe, gerade unser Spielstil ist etwas anders, als er in Paderborn halt gelernt hatte oder in Uerdingen gelernt hatte und deswegen ihn dahin zu bringen, dass er halt wirklich halt nicht nur eine Chance, sondern halt mehrere Chancen im Spiel hat, das wird halt ein paar Tage dauern. Aber da sind wir sehr zuversichtlich mit seinen Fähigkeiten, gerade halt diese athletische Dynamik, dass er unser Spiel sehr gut tun wird. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen, weil ich komme ja eigentlich von den Außen, aber es liegt mir sehr schon, auch im Zentrum, wenn Ronny die Bälle ablegt und ich dann auch mit Tempo von hinten kommen kann oder in den Raum laufen kann, ist auch gut für mich. Und ja, kommt mir gelegen, das Spiel auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall alles geben, um der Mannschaft zu helfen. Ob es jetzt gelingt oder nicht, ein Tor zu schießen, ist mir eigentlich egal. Erstmal die 3 Punkte zu holen, dann schauen wir weiter. Und deswegen ist die Glaube halt ganz, ganz wichtig. Die Mannschaft glaubt an sich und das haben sie halt heute gezeigt.